Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 75, Aktuelle Stunde der Fraktion der SPD. Schluss mit dem Verkauf von Landesvermögen. Gebäude der Bereitschaftspolizei Kassel muss im Eigentum des Landes Hessen bleiben. Zusammen mit Tagesordnungspunkt 85, Dringlicher Entschließungsantrag der SPD-Fraktion, Ablehnung von Verkauf und Rückmietung der Liegenschaften Bereitschaftspolizei Kassel und Mülheim mit der Drucksache 20-1281. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Decker für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gebe zu, es kommt höchst selten vor, dass wir die schwarz-grünen Regierungsfraktionen für irgendetwas dankbar sind. Heute sind wir Ihnen dankbar, und wir sind Ihnen dankbar dafür, Herr Pentz, es kommt, dass Sie sich wegen der Veräußerung von Landesimmobilien politisch offensichtlich ein bisschen in die Wolle bekommen haben, meine Damen und Herren. Und wir sind Ihnen vor allen Dingen deswegen dankbar, weil die Immobilie der Kasseler Bereitschaftspolizei sonst jetzt nämlich bereits mit ihrer Mehrheit verhökert worden wäre, ebenso wie die in Mülheim. Und wir sind sehr gespannt im Übrigen auf die Haltung der GRÜNEN-Fraktion. Ich kann mich gut erinnern, dass die ansonsten von mir sehr geschätzte Kollegin Dahlke, glaube ich, in der letzten Plenarrunde sich sehr kritisch über die Veräußerung von Landesimmobilien geäußert hat. Ich schätze mal, in 15 Minuten wissen wir mehr, wie ihre Haltung heute am Tage ist und ob sie mit uns stimmen. Aber ganz im Ernst, meine Damen und Herren, von unserer Seite gibt es da eine sehr klare Aussage. Wir fordern den sofortigen Stopp dieser Verkaufsmethoden und überhaupt des Verkaufs der beiden Liegenschaften der Polizei, meine Damen und Herren. Ganz klare Haltung der SPD-Fraktion. Und ich sage Ihnen auch, dass das scheinbare endlose Hin und Her, vor allem um die Liegenschaft der Polizei in Kassel, eigentlich ein unwürdiges Schauspiel ist. Deswegen, weil es sich nämlich hier nicht um irgendeine Landesliegenschaft handelt, sondern es handelt sich um eine Liegenschaft der Polizei in Kassel und in Mülheim. Und das ist eine wichtige Einrichtung der hessischen Polizei. Und hier geht es um absolut hoch einzuschätzende hoheitliche Aufgaben, meine Damen und Herren, und nichts anderes. Und deshalb gehört dieses scheinbar endlose Gezerre in dieser Immobilienangelegenheit schlicht einfach doch nicht hin. Ich denke in diesem Zusammenhang auch mit etwas Grausen an die mehr als traurige Geschichte um das Polizeirevier Kassel-Ost. Der ein oder andere weiß das hier im Hause, dass in seiner angemieteten Liegenschaft alles andere als glücklich geworden ist. Und jetzt hören Sie zu, wie das funktionieren kann. Die Stadt Kassel wird gemeinsam mit dem Land Hessen für die Polizei und die Feuerwehr auf einem neuen eigenen Gelände ein gemeinsames Haus bauen. Und das nenne ich eine vernünftige Lösung. Und genauso muss das hier auch erfolgen, meine Damen und Herren. Wir sind übrigens in dieser Frage auch ganz dicht bei der Gewerkschaft der Polizei. Denn einer der Vertreter der Gewerkschaft hat völlig zu Recht gesagt, wenn man das Gebäude verkauft und anschließend wieder anmietet, ist die Polizei nicht mehr der Herr im eigenen Hause. Und das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen heute Morgen auch ziemlich klar, wir fordern nicht nur den Stopp des Verkaufs, sondern wir fordern auch, dass sofort mit der Beseitigung des Sanierungsstaus begonnen wird, meine Damen und Herren. Und da schließt übrigens auch die sofortige Sanierung der Schließanlage ein. Denn wenn das nicht geschieht, habe ich den Eindruck, dass jeder Schützenverein in Hessen besser ausgestattet ist als die hessische Polizei. Und das kann wirklich nicht sein, meine Damen und Herren. Nein, meine Damen und Herren, wir sehen es als eine schlichte Aufgabe des LBIH. Wer es nicht weiß, das ist die Landeseinrichtung für das Bauen und Immobilienverwaltung. Wir sehen es als schlichte Aufgabe des LBIH jetzt an, in eigener Landesregie die Sanierung sofort anzupacken. Es könnte allerdings sein, dass es dabei ein Problem gibt, wie man Rauschen hört. Und das könnte damit zusammenhängen, dass man Personalmangel hat, auch beim LBIH. Und das schlägt sich möglicherweise auch in den KOM-Projekten nieder, wer es nicht weiß, energetische Sanierung von Landesgebäuden. Und das wäre dann natürlich auch eine spannende Frage, mal zu erfahren, um wie viele Liegenschaften handelt es sich eigentlich, die dort saniert werden sollen, und wie sieht es denn wirklich aus? Wird es nun angepackt, und ist man in der Lage, das auch personell umzusetzen? Und wenn das nicht geht, dann haben wir an der Stelle auch noch eine Baustelle, und es ist die Aufgabe der Landesregierung, auch diese Baustelle schnellstmöglich zu beseitigen. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch noch sagen, was uns in dem ganzen Verfahren überhaupt gestört hat. Irgendwie wird man immer erst alles aus der Presse, aus dem Fernsehen oder vom Hörensagen gewahr, wie man in Kassel spricht. Und das kann es nicht sein. Und manchmal müssen wir selber der Sache nachgehen und bis ins Essgefach nachsteigen, um mal zu erfahren, wie denn der wirkliche Stand der Dinge ist. Ich erinnere in dem Zusammenhang an eine kleine Anfrage unserer Fraktion, die wir im Mai gestellt haben, was denn nun mit der Kasseler Liegenschaft eigentlich los ist.
Der September ist nahezu rum. Wir haben immer noch keine Antwort. Inzwischen haben wir eine gewisse Ahnung, warum das so ist, meine Damen und Herren. Ich will zum Schluss mal grundsätzlich Folgendes festhalten. Das Ganze passt auch gar nicht mehr zur Ankündigung des Finanzministers. Der hat nämlich in der letzten oder vorletzten Sitzung des Haushaltsausschusses angekündigt, dass die ganzen Verkäufe aus Leo I, Leo II und wie das alles heißt, kritisch auf den Prüfstand gestellt werden sollen. Völlig klar, weil es da etliche Aufleger gegeben hat. Und ich will auch gar nicht verhehlen, das hat allgemein aufhorchen lassen, und das hat auch über die Fraktionsgrenzen hinweg bei allen Fraktionen eigentlich auch einen gewissen Beifall und Zustimmung gefunden, meine Damen und Herren. Herr Abgeordneter Decker, der Schluss müsste jetzt allerdings kippen. Umso weniger verstehen wir, dass immer noch an dem Verkauf der beiden Polizeiliegenschaften festgehalten werden soll. Und wir sind Ihnen bei klugen Entscheidungen gern behilflich. Und dazu eine kleine Handreichung. Sie finden unseren Antrag auf Ihren Tischen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich der Abgeordnete Schalauske von der Linksfraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Pläne, die Gebäude der Bereitschaftspolizei in Kassel und Mülheim zu verscherbeln, die schaden den Landesbeschäftigten und die schaden den hessischen Steuerzahlern. Es schlägt dem Fass den Boden aus, dass der Finanzminister Thomas Schäfer laut neuerlichen Meldungen aus dem Privatisierungsdebakel um die Leo-Immobilien nichts, aber auch gar nichts gelernt hat. Vor 3 Wochen haben wir hier auf Antrag der LINKEN über die Folgen der Leo-Privatisierung diskutiert. Vor über 15 Jahren verkaufte die CDU 55 Landesimmobilien, Ministerien, Behördenzentren, Polizeipräsidien, die sogenannten Leo 0, 1 und 2 Programme. Die Verkäufe haben zwar damals 2,1 Milliarden Euro in die Landeskasse gespült, zur Halbzeit aber hat man schon über 1,5 Milliarden Euro an Miete gezahlt. Zu den Mietzahlungen kommen dann auch noch die Kosten für die Sanierungen dazu. Und diese Zahlen machen uns noch einmal richtig deutlich, zeigen uns deutlich vor Augen, die Privatisierungsprogramme Leo 0, 1 und 2, die waren von Beginn an darauf ausgerichtet, kurzfristig und kurzsichtig Geld in die Kassen des Landes zu spülen, um damit Steuergeschenke für Unternehmen und Reiche auf Bundesebene zu finanzieren, damit diese nicht noch größere Haushaltslöcher in Hessen in den Landeshaushalt reißen und die CDU-Schuldenberge nicht noch weiter anwachsen. Vor 3 Wochen, und da bin ich ganz beim Kollegen Decker, da habe ich noch gedacht, immerhin, der öffentliche Druck, der hat ein bisschen Wirkung gezeigt. Als Reaktion auf die Recherchen des Hessischen Rundfunks wurde angekündigt, die Leo-Pakete zu evaluieren. Ich hatte gehofft, ein Eingeständnis der Landesregierung, dass die Praxis, eigene Immobilien verschachern und anschließend teuer zurückzumieten, nicht ohne Weiteres fortgesetzt werden kann, hatte ich gedacht und gehofft. Aber nur 2 Wochen später muss ich lesen, dass jetzt die nächsten Privatisierungsprojekte anstehen. Wir reden über das Gelände der Bereitschaftspolizei in Kassel und das Gelände der Bereitschaftspolizei in Mülheim. Beide Immobilien werden täglich von insgesamt 3.000 Beschäftigten genutzt. Deswegen will ich auch diese Aktuelle Stunde nutzen, zu sagen, stoppen Sie diese Verkaufspläne, stoppen Sie ein neuerliches Verkaufspaket à la Leo III. Das schadet nur dem Lande Hessen. Die Aktuelle Stunde trägt ja den Titel Schluss mit dem Verkauf von Landesvermögen. Ein sehr guter und sehr wichtiger Titel. Weil, wenn in der Tradition von Roland Kochs desaströser Privatisierungspolitik weiter Geschäfte zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler betrieben werden soll, dann müssen wir uns dagegen auf allen Ebenen wehren. Und ich finde, ausgerechnet im Namen des Klimaschutzes öffentliches Eigentum zu verscherbeln, das ist alles Mögliche, aber ganz sicher nicht nachhaltig. Die Leo-Geschäfte haben gezeigt, die Privatisierung nutzt privaten Investoren und schadet der öffentlichen Hand. Aber der Titel ist auch deswegen wichtig, weil wir brauchen endlich einen Schluss des Ausverkaufs von hessischem Landesvermögen. In der düsteren Ära Roland Kochs hat sich die Hessen-CDU europaweit zum Vorreiter des Ausverkaufs von öffentlichem Eigentum aufgeschwungen.
Die hessische CDU hat 2006 unser Uniklinikum Gießen-Marburg zum Dumpingpreis an einen Aktienkonzern verschleudert. Die Folgen dieser Pleiten-, Pech- und Pannenprivatisierung für Patienten und Beschäftigte, die verfolgen uns in Mittelhessen bis heute. Sogar eine Justizvollzugsanstalt haben Sie getreu dem neoliberalen Mantra, Private können alles besser als der Staat, teilprivatisiert. Ich finde, Krankenhäuser und Knäste, die gehören aber nicht in die Hände von Aktiengesellschaften und Privaten. Gesundheit, das ist keine Ware, sondern ein Menschenrecht. Und Finanzminister Schäfer macht das alles auch aus Überzeugung, nicht nur, weil er einst Büroleiter von Roland Koch war. Noch 2012 hat er erklärt, dass der Verkauf der Nassauischen Heimstätte und der Hessischen Landesbahn, dass das eine gute Option wäre. Diese Aufgaben gehörten für ihn damals nicht zu den Kernaufgaben eines Bundeslandes. Ich sage ganz deutlich von wegen. Die Sicherstellung der Versorgung mit Wohnraum für alle, für auch die, die sich kein Eigenheim leisten können, und die Sicherstellung schienengebundener, umweltfreundlicher Mobilität, das sind Kernaufgaben des Landes Hessen, die wir schützen, verteidigen und ausbauen müssen, meine Damen und Herren. Immerhin, ich komme zum Schluss. Die GRÜNEN haben im letzten Plenum gesagt, Zitat, nachhaltige Finanzpolitik bedeutet immer auch eine generationengerechte Finanzpolitik, die auch im Blick behält, dass das Landesvermögen erhalten wird. Lassen Sie uns gemeinsam für den Erhalt des Landesvermögens kämpfen. Wenn es Ihnen ernst ist mit der Kritik, legen Sie ein Veto gegen die neueren Verkaufsabsichten ein. Und wir sorgen gemeinsam dafür, dass nicht noch weiter öffentliches Eigentum ausverkauft wird. Vielen Dank. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Schardt-Sauer von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Werte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, um mal mit einem positiven Satz zu beginnen, wie der Kollege Decker, es ist Aufgabe der Landesregierung, Behördenstandorte zu planen und zu betreiben. Aber erst eine Evaluierung der alten Sale-and-Lease-Back-Geschäfte anzukündigen und gleichzeitig klammheimlich den Verkauf weiterer Objekte in genau diesem Verfahren vorzubereiten, werte Kolleginnen und Kollegen, das ist schlicht eine Unverschämtheit. Man muss den Eindruck gewinnen, dass das Ergebnis der Evaluierung entweder schon feststeht, oder es ist schlicht egal, was rauskommt. Deshalb munter weiter so. Aber gerade weil wir, der Kollege Schalauske hat es angesprochen, im Haushaltsausschuss vor gerade 4 Wochen intensiv über diese Frage gerungen haben, ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, dass der Finanzminister das Parlament nicht über seine Pläne informiert hat. Es mag ja so sein, diese Sprech der Politik, dieser Fall ist anders als alle anderen, und die Landesregierung wird bestimmt nicht die gleichen Fehler bei der Vertragsgestaltung machen wie bisher. Aber, werte Kolleginnen und Kollegen, allein mir fehlt der Glaube. Wir kritisieren diesen Fall so vehement, weil eine Entscheidung getroffen wurde, obwohl die Landesregierung selbst angekündigt hat, die Immobilienverkäufe evaluieren zu lassen. Die Ankündigung haben wir Freie Demokraten sehr begrüßt. Geht es doch um eine Forderung von uns aus der letzten Legislaturperiode. Und wir dachten, dass die Landesregierung endlich auf den richtigen Weg beim Management der Landesimmobilien einschwenkt. Nur dann, um als Parlamentarier aus der Presse zu erfahren, dass weitere Objekte verkauft werden. Werte Kolleginnen und Kollegen, Transparenz gegenüber dem Parlament geht anders. Und wir erwarten von der Landesregierung, dass die Evaluierung neutral angegangen und vor allem ergebnisoffen durchgeführt und die Landesregierung endlich ein Konzept entwickelt und nicht von einem Einzelfall zum nächsten stolpert, wie sie mit den Leo-Objekten umgehen will. In der Frage der Schlussfolgerung sind wir Freien Demokraten offen, aber auf jeden Fall braucht es eine Analyse. Welche Liegenschaften brauchen wir als Land? Wo ist Eigentum besser als Miete? Welche Verträge, die teils desaströs sind,
könnten vorzeitig beendet werden. Das muss endlich unter die Lupe genommen werden, und zwar, das sagen wir auch ganz klar, durch eine externe Brille. Wir hatten dies bereits angeregt. Dazu bedarf es auch keiner teuren Beraterverträge, sondern unser Vorschlag lautete, und den wiederholen wir explizit, den Hessischen Rechnungshof in der Rolle als Wirtschaftlichkeitsbeauftragter um eine Begutachtung zu bitten. Und, werte Kollegin, dieser Vorgang in Kassel, der Stil, die Vorgehensweise, bestätigen unsere Forderung, Evaluierung zum einen bald und vor allen Dingen extern, bitte nicht innerhalb des Ministeriums, da scheint das Ergebnis ja auch schon festzustehen. Außerdem kann das Finanzministerium sich dann rechtzeitig vor den anstehenden Haushaltsberatungen 6 zusätzliche Stellen sparen. Die wollte der Minister nämlich für die Evaluierung innerhalb des Ministeriums. Wir sind eine fantasievolle Partei. Mir fehlt die Fantasie, zu überlegen, warum man 6 Menschen braucht, um so etwas zu evaluieren. Wir tragen dann dazu bei, Einsparungen zu erzielen. Wir erwarten, dass jetzt Schluss ist mit so einer Vorgehensweise. Wir werden dem Antrag der SPD zustimmen, vor dem Hintergrund, um auch ein klares Signal zu setzen. Man kann nicht sagen, wir machen eine Evaluierung, und dann klaue ich doch einen Apfel vom Apfelbaum. Es ist jetzt Schluss damit. Die Landesregierung hat die Evaluierung abzuwarten. Bis dahin werden keine Fakten mehr geschaffen. Und wenn die Evaluierung zu einem klaren Ergebnis kommt, warten wir auch, dass eine Landesregierung darauf hört. Dafür sind solche Verfahren da. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich die Abg. Dahlke von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In dieser Aktuellen Stunde geht es um die Liegenschaft der Bereitschaftspolizei Kassel und Mülheim. Es ist geplant, dass diese im Rahmen des hessischen KOME-Programms energetisch und baulich saniert werden. Manche Gebäude stammen ja dann noch aus dem Jahr 1918. KOME steht für CO2-Minderungs- und Energieeffizienz. Das Programm gliedert sich ein in das Ziel der Hessischen Landesregierung, klimaneutral zu werden. In der Verwaltung ist energetische Bausanierung ein ganz essentieller Baustein, wenn wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen wollen. Und dass das notwendig ist, das wissen die allermeisten hier. Um einen Partner zu finden, der die Liegenschaften und die energetische Sanierung übernimmt, hat das Land Hessen schon 2016 eine Ausschreibung gestartet. Für das ÖPP-Projekt stand im Haushalt 2016 bereits eine haushaltsrechtliche Ermächtigung. 2016 war ich noch nicht dabei, Herr Decker schon, aber alle Fraktionen wurden da im Haushaltsausschuss über den Start der Ausschreibung und den geplanten Verkauf vollumfänglich informiert. Das geschah transparent und frühzeitig. Das ÖPP-Projekt wurde entgegen der Behauptung der SPD nicht erst vor wenigen Wochen ins Auge gefasst, und die mediale Berichterstattung der letzten Tage bezieht sich nicht auf einen neuen Vorgang. Wenn das Land trotz den vertraglichen Verpflichtungen, die durch den Start des Ausschreibungsverfahrens bereits eingegangen wurden, den Zuschlag jetzt nicht erteilt und die Liegenschaft doch nicht verkauft, könnte das ziemliche Schadensersatzforderungen nach sich ziehen. Das wäre auch sicher nicht im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und auch nicht im Sinne des Landesvermögens. In den Beiträgen der Opposition und in der medialen Debatte ist auch ein entscheidender Unterschied zu den Leo-Geschäften bisher nicht ausreichend thematisiert worden. Bei den Leo-Immobilien, die das Land vor 15 Jahren verkauft hat, schuldet der Vermieter nur die Sanierung von Dach und Fach. Das bedeutet, es darf nicht reinregnen, und das war's. Das Land muss als Mieter für die Innensanierung selbst zahlen. Bei dem ÖPP-Modell für die Liegenschaft in Kassel und Mülheim ist dagegen ganz genau vereinbart, dass die Gebäude durch den privaten Vermieter auf Passivhausstandard saniert und so in ihrer Substanz deutlich qualitativ aufgewertet werden sollen. Insgesamt reden wir hier von über 13.000 Tonnen CO2, die durch dieses Projekt eingespart werden können. Deswegen greift der Vorwurf, wir würden vor der Evaluation der Leo-Verkäufe genau dasselbe wieder machen und es Leo 3 zu nennen, auch zu kurz und ist sachlich und fachlich nicht begründet.
Wir wollen die Klimaziele unbedingt erreichen. Entscheidend dabei ist auch das Zeitfenster. Wenn wir die Klimakrise noch in Grenzen halten und unsere Lebensgrundlage bewahren wollen, müssen wir schnell handeln. Das ist, glaube ich, Konsens. Wenn die Sanierung jetzt zeitnah starten würde, meine Damen und Herren, dann ist das ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Zum Schluss will ich noch einmal betonen, ich bin überzeugt davon, dass ÖPP die absolute Ausnahme bleiben müssen. Es gibt bis heute noch keine finale Entscheidung zu dem endgültigen Verkauf. Politische Entscheidungen innerhalb der Koalition zu besprechen und abzuwägen, das ist aber ein ganz normaler politischer Vorgang, und eine Entscheidung wird auch zu gegebener Zeit getroffen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Vohl von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten! Das im Rahmen der heutigen Aktuellen Stunde auf Antrag der SPD zu behandelnde Thema betrifft die geplante Veräußerung des im Besitz des Landes befindlichen Areals der Bereitschaftspolizei in Kassel. Dieser Sachverhalt erinnert stark an das im Jahr 2004 gestartete LEO-Verkaufsprogramm der Landesregierung. Bekanntlich werden die im Rahmen des LEO-Programms getätigten Immobilientransaktionen gegenwärtig einer Evaluation unterzogen, unter anderem deshalb, weil die inzwischen aufgelaufenen Mietzahlungen in die Nähe des erzielten Verkaufserlöses gerückt sind und somit die Frage nach der Legitimität dieser Transaktionen virulent geworden ist. Das Ergebnis der Evaluation wird im nächsten Jahr erwartet. Ungeachtet dessen versucht der hessische CDU-Finanzminister nach demselben Transaktionsmodell die Areale der Bereitschaftspolizei in Kassel und Mülheim zum 1. Januar 2020 zu veräußern. Sogar der Koalitionspartner der CDU hat dieses Modell bereits in der letzten Plenarwoche heftig kritisiert. Es sei weder Ausdruck einer nachhaltigen noch einer generationengerechten Finanzpolitik. O-Ton, die Grünen. Die Kritik der Gewerkschaft der Polizei ist indes weit weniger nebulös. Es wird von dieser Seite angemerkt, dass man eingedenk gemachter Erfahrungen mit anderen LEO-Immobilien befürchtet, wenn man nicht mehr Herr im eigenen Hause sei, notwendige Maßnahmen wie z. B. die Erneuerung der Schießstände oder Sportanlagen nur mehr schleppend oder gar nicht mehr durchgeführt werden. Dieses Argument erscheint höchst plausibel. Denn welches Interesse sollte ein privatwirtschaftlicher Vermieter an der Ergreifung von Maßnahmen haben, welche eine möglichst hohe Funktionalität der hessischen Bereitschaftspolizeikräfte sichern, wenn diese zugleich seine Rendite aus der Vermietung schmälern? Vergegenwärtigt man sich hierzu noch die von der Landesregierung aufgeführten Gründe für den Verkauf der Areale, dann stellt sich zumindest bei einem der Rationalität verpflichteten Beobachter des Geschehens das dringende Bedürfnis ein, die Landesbezeichnung Hessen durch die angemessene Namensgebung Absurdistan zu ersetzen. Denn, meine Damen und Herren, die Areale sollen nämlich deshalb verkauft und anschließend durch das Land angemietet werden, um das von der Landesregierung gesteckte Klimaziel einer CO2-neutralen Verwaltung kostengünstiger zu erreichen. Hierzu ist die thermische Sanierung der älteren Gebäude der beiden Liegenschaften erforderlich. Da diese offenbar hohe Kosten verursachen, werden beide Areale eben verkauft, mit der Auflage, dass der Käufer diese Maßnahmen durchzuführen habe. Ein vom Land hierzu in Aussicht gestellter Baukostenzuschuss fungiert dabei als zusätzlicher Kaufanreiz. So einfach scheint es anscheinend zu gehen. Fassen wir zusammen. Die vollzogene Privatisierung der LEO-Landesimmobilien erzeugt Mietkosten für das Land, welche in wenigen Jahren deren Verkaufserlöse weit übertroffen haben werden. Eine diesbezügliche Evaluation wurde gestartet, und zeitlich parallel hierzu wird versucht, nachdem
in Evaluation befindlichen Transaktionsmodell neue Verkäufe von Landesimmobilien zu bewerkstelligen. Begründet wird dieser methodische Kardinalfehler damit, dass in der Sache unsinnige Klimaziele hierdurch vermeintlich ökonomisch günstiger zu erreichen seien. Vermutlich muss jemand, sowohl ein Jünger der vom Seniorpartner der CDU in den Nullerjahren zelebrierten Ersatzreligion Neoliberalismus sein, als auch der vom Juniorpartner der Koalition eingebrachten Ersatzreligion Klimaschutz, um die derartigen methodisch, logisch und faktisch unzulänglichen Begründungsversuchen folgen zu können. Aber das schert Sie doch alles nicht, meine Damen und Herren Vertreter der Kartellparteien. Sie begreifen nicht, dass ein funktionierendes Gemeinwesen sicherer Grenzen bedarf, ein funktionierendes Bildungssystem verbindlicher Leistungsmaßstäbe und eine funktionierende Wirtschaft grundlastfähiger Energieerzeugungsträger. Wie sollen Sie vor diesem Hintergrund denn begreifen können, dass eine Polizei, die als Träger des staatlichen Gewaltmonopols bereits aus Gründen der Legitimität grundsätzlich nur in eigenen Landesgebäuden untergebracht werden darf? Alle diese Selbstverständlichkeiten scheinen Ihnen abhanden gekommen zu sein. Herr Abg. Vohl, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Unser Appell an Sie lautet daher, kehren Sie umgehend zur Vernunft zurück. Stellen Sie diejenigen, welche für unsere Sicherheit täglich einen schweren Dienst verrichten, auch in Zukunft eine im gemeinschaftlichen Besitz befindliche Heimstatt zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächstes hat der Abg. Reul von der CDU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Kollege Decker, manchmal hilft ein nüchterner Blick auf die Fakten. Ich darf zitieren aus einem Brief, der an den Haushaltsausschuss gerichtet war, zum Thema Veräußerung der landeseigenen Liegenschaften der Bereitschaftspolizei in Mülheim und Kassel. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich möchte Sie heute über den geplanten nächsten Verfahrensschritte bei den Projekten der energetischen Sanierung der Bereitschaftspolizei in Mülheim und Kassel informieren, welche bereits heute Auswirkungen auf die zu einem späteren Zeitpunkt vom Hessischen Landtag noch einzuholende Zustimmung zur Veräußerung der beiden betroffenen Landesliegenschaften haben kann. Weiter wird ausgeführt, ich zitiere, für beide Projekte liegt bereits im Haushaltsjahr 2016, ich wiederhole, 2016, die haushaltsrechtliche Ermächtigung vor und Ausschreibung von PPP-Projekten und dem Abschluss langfristiger Mietverträge vor. Weiterhin wird ausgeführt, der Verkauf dient hierbei dem eindeutigen Risikotransfer zum privaten Partner. Geplant ist der Beginn ab dem 1. August 2016. Sehr geehrter Herr Decker, dieser Brief hat das Datum 21.07.2016. Ich finde es unredlich, heute eine Diskussion aufzumachen anhand der sachlichen Kenntnis dieser Fakten. Denn des Weiteren wurde es ja fortgeführt in einer Anfrage, die im Jahre 2017 im April gewesen ist, in der Anfrage 19-4569, die Frage 8. Wann rechnet die Landesregierung mit dem Abschluss des Verfahrens und dem Verkauf der Liegenschaft? Antwort: Mit dem Abschluss des Vergabeverfahrens und dem Verkauf der Liegenschaft wird nach derzeitigem Kenntnisstand im Frühjahr 2019 gerechnet. Sehr geehrter Herr Kollege Decker, sich hier hinzustellen und zu sagen, das ist jetzt abzulehnen, hier, wir dürfen nichts verkaufen und sonstiges, liegen neue Erkenntnisse vor. Sehr geehrter Herr Kollege, ich glaube, seit 2016 ist dieses Verfahren bekannt. Seit 2016 wird daran gearbeitet. Es mag ja sein, dass Sie dagegen waren, aber Sie können heute nicht die Kenntnis leugnen an dieser Stelle, sondern seit 2016 hat der Haushaltsausschuss davon Kenntnis und damit auch das Parlament. Also, ich bin in der Lage, mich noch 3 Jahre zurückzuerinnern. Ich glaube, das müsste bei Ihnen auch möglich sein. Es ist vollkommen richtig und gut. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, dass Minister Dr. Schäfer im Haushaltsausschuss am 28. August, und das betrifft Sie, Herr Schalauske,
eine Evaluierung der sogenannten Leo-Liegenschaften angekündigt hat. Wir könnten jetzt die Debatte aus dem letzten Plenum wiederholen. Ich verweise ganz einfach auf meine Rede im Protokoll zu diesen Ausführungen. Denn dann sparen wir uns etwas Zeit. Wichtig ist doch, dass bei den derzeitigen Überlegungen hinsichtlich der Gebäude der Bereitschaftspolizei in Kassel und in Mülheim es überhaupt keinen Widerspruch gibt zu der gerade zitierten Strategie, sondern es gibt einen ganz anderen Sachverhalt, eine andere Grundlage und auch Zielrichtung an dieser Stelle. Und deshalb ist der Vergleich auch nicht passend, wenn Sie Leo-Immobilien mit den beiden Projekten jetzt der Bereitschaftspolizei in Kassel und in Mülheim vergleichen. Denn was soll dort passieren? Kollegin Dahlke hat es ja zu Recht schon erwähnt. Es soll dort mit Sanierungsmaßnahmen, vor allen Dingen mit energetischen Sanierungen, gearbeitet werden im Rahmen des COME-Projektes. Dieses Projekt hat zum Ziel eine CO2-neutrale Landesverwaltung. Dort diese Gebäude sollen verkauft werden und mit den Sanierungen erst wieder zurückgemietet werden. Dies ist ein ganz anderer Aspekt als bei den Leo-Immobilien. Dies hat Kollegin Dahlke vollkommen richtig ausgeführt. Es ist vollkommen klar, dass wir uns bekennen zu den beiden Standorten der Bereitschaftspolizei. Sie sind uns wichtig, denn sie sind ein Bestandteil der Aus- und Fortbildung der Nachwuchskräfte der Hessischen Polizei. Aber insgesamt durch die Laufzeit von 30 Jahren haben wir eine sehr lange Standortsicherung, und wir bekommen einen modernisierten Standort, wenn wir dieses Verfahren weiterführen. Und uns ist es wichtig, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes, ob es Polizei ist, ob es Lehrer sind oder ob es Finanzbeamte sind, dass wir ihnen Räumlichkeiten anbieten, die modern sind, die energetisch saniert sind, CO2-neutral möglichst, und dass sie einen angenehmen, schönen Arbeitsplatz haben und dass sie mit Freude zur Arbeit gehen. Dafür setzen wir uns ein als Landesgesetzgeber. Das ist unsere Aufgabe, und der fühlen wir uns verpflichtet. Und als letzten Punkt, wenn Sie meinen, Sie könnten irgendeinen Dissens in die Diskussion hineinbringen, letztes Zitat aus dem Koalitionsvertrag. Dort heißt es, wir stellen sicher, dass öffentlich-private Partnerschaften sowie ähnliche Instrumente zur Errichtung öffentlicher Infrastruktur nur bei nachgewiesenen und überprüften Wirtschaftlichkeitsvorteil für das Land eingegangen werden. Dort werden wir prüfen, wenn der Wirtschaftlichkeitsvorteil vorliegt, werden wir dies auch so umsetzen. Die Planungen laufen seit 2016. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden den Antrag der SPD ablehnen. Vielen Dank. Für die Landesregierung hat jetzt der Staatssekretär Dr. Worms das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus. Schluss mit dem Verkauf von Landesvermögen, das ist sicherlich eine plakative Forderung. Aber es ist kurzsichtig, den Verkauf von Liegenschaften nur einseitig und pauschal zu betrachten. Unbeschadet der Debatte über die Leo-Grundstücke muss eine Einzelfallbetrachtung eines jeden Erwerbs oder Verkaufs gewährleistet und auch möglich sein. Und da können die Antworten je nach Vorhaben und je nach Objekt durchaus unterschiedlich ausfallen. Bei den BEPRO-Liegenschaften planen wir auf Basis unseres hessischen Mietmodells. Dieses Modell sieht über die gesamte Vertragslaufzeit eine ganzheitliche, ich betone, eine ganzheitliche Verantwortung des Vertragspartners vor. Das heißt, unser Partner plant, baut, finanziert und betreibt über 30 Jahre, einschließlich, das ist schon erwähnt worden, Instandhaltung, Wartung und Schönheitsreparatur. Das heißt aber auch, dass der Vertragspartner über diesen Zeitraum Grundstückseigentümer ist. Im Fall einer Schlechtleistung besteht ein grundbuchrechtlich gesicherter Rückfall von Grundstück und Gebäude an das Land. Für die nutzende Verwaltung ist das eine sehr komfortable Lösung, ist jedoch jederzeit in der Lage, bei Schlechtleistung Miete und das Bewirtschaftungsentgelt zu kürzen. Und die Berechnungen, die aufgestellt worden sind, belegen, dass das, was wir vorhaben, auch ausgesprochen wirtschaftlich ist. Beide Liegenschaften, darauf ist auch schon hingewiesen worden, weisen derzeit einen hohen Instandhaltungsbedarf aus, der auch schon zur Einschränkung des Dienstbetriebs führt. Die Aufgabe unseres Vertragspartners ist es, innerhalb von 5 Jahren die Liegenschaften im laufenden Betrieb zu sanieren und energetisch zu ertüchtigen.
Die energetische Sanierung bringt einen nicht unerheblichen Anteil an bereits avisierten und für das Land bilanzierten CO2-Einsparungen für das Land Hessen im Zusammenhang mit unserem COMIR-Programm. Es liegt ein zuschlagfähiges, endverhandeltes Angebot vor. Das Projekt ist 9% und somit 50 Millionen € günstiger als eine vergleichbare Eigenrealisierung. Die vorliegende Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde durch ein extern beauftragtes Beratungsunternehmen nach dem Finanzministerkonferenzleitfaden aus dem Jahr 2007 aufgestellt und vom LBIH und vom Hessischen Finanzministerium bestätigt. Der Hessische Rechnungshof hat bereits alle realisierten ÖPP-Projekte des Landes geprüft, und es ergaben sich keine Beanstandungen. Natürlich wäre es möglich, den Verkauf der Liegenschaften zu beenden. Dennoch muss ich davor warnen, dass sich daraus für das Land weitreichende Konsequenzen ergeben würden. Dies hat Minister Schäfer im Übrigen bereits in seinem Schreiben vom 21.07.2016 an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses erläutert. In der Sitzung am 7.09.2016 wurde das Thema behandelt. Substanzielle Einwände etwa der Opposition gegen das Vorhaben sind mir nicht in Erinnerung. Und wenn ich nun in einer aktuellen Pressemitteilung aus der Opposition lese, der Verkauf sei urplötzlich auf einer Verkaufsliste aufgetaucht, ich habe auch das Wort klammheimlich hier gehört, dann muss ich mich doch schon ausgesprochen wundern. Hier empfehle ich einen Blick in den Haushaltsplan 2016, in der eine ausdrückliche haushaltsrechtliche Ermächtigung für genau dieses Vorhaben verankert worden ist. Lassen Sie mich auf die Konsequenzen eines Abbruchs des Verfahrens noch einmal kurz hinweisen. Bei der Nichtveräußerung wäre der Ausschreibungsgegenstand nicht mehr gegeben, und das Verfahren müsste aufgehoben werden. Der Zustand der Liegenschaft wäre weiterhin kritisch. Die Sanierung würde sich um weitere Jahre nach hinten verschieben. Das Projekt wäre im Prinzip wieder an dem Stand vor dem Teilnahmewettbewerb im Jahre 2016. Keine berauschende Perspektive für die Bereitschaftspolizisten, die zu Recht vom Land eine angemessen moderne Unterbringung erwarten können. Hinzu kommt, der Wirtschaftlichkeitsvorteil könne nicht realisiert werden, und die bilanzierte CO2-Einsparung würde entfallen. Darüber hinaus wird das Land mit der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen sich konfrontiert sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Damen und Herren. Wofür ich nur werben möchte, ist eine Debatte, die nicht von ideologischen Scheuklappen geprägt ist, nach dem Motto, Verkauf ist immer gut oder Verkauf ist immer schlecht. Ich werbe stattdessen für eine sachliche, ideologiefreie Betrachtung eines jeden einzelnen Vorgangs. Da gibt es für den Verkauf der Beppo-Liegenschaften gute Argumente. Denn nur so ist sichergestellt, dass die notwendige, auch energetische Sanierung jetzt umgehend in Angriff genommen werden kann, und dies alles mit einem Wirtschaftlichkeitsvorteil gegenüber dem Eigenbau, der sich auf 50 Millionen € beläuft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Worms. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist diese Aktuelle Stunde der SPD-Fraktion abgehalten. Und wir können zur Abstimmung des Dringlichen Entschließungsantrags der SPD-Fraktion kommen mit der Drucksache 20-1281. Wer für diesen Antrag ist, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der LINKEN, der SPD, der Freien Demokraten und der AfD. Wer ist dagegen? Das sind CDU und Bündnis 90 die Grünen, und damit ist dieser Antrag auszählen. Es wird Auszählung verlangt? Nein. Gut. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.